Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. Heute geht es einmal um das Thema Computername und wie ich diesen ändern kann, wenn ich das denn möchte. Vielleicht wirst du dich fragen, wann du denn überhaupt einmal in die Verlegenheit kommen solltest, den Namen deines Computers anzupassen und wofür das nützlich sein sollte. Ein Grund dafür wäre beispielsweise, dass du mehrere Computer in dein Netzwerk einbinden möchtest und aus welchen Gründen auch immer zwei davon vielleicht den gleichen Computernamen haben. Dann gibt es schon grundlegende Probleme, dass diese überhaupt im Netzwerk funktionieren. Ein anderer Grund ist der, dass du durch eine übersichtliche Vergabe von Computernamen diese schneller im Netzwerk identifizieren kannst. Das möchte ich dir kurz zeigen. Öffne einfach mal den Explorer und scrolle mal so weit herunter, bis du in den Bereich Netzwerk kommst. So wie du hier siehst, sind aktuell zwei Geräte im Netzwerk aktiv. Das ist zum einen mein Computer, der Thomas PC heißt, und mein Datensicherungsgerät. Sobald meine Kinder im Haus sind und meine Frau und alle ihren Computer anhaben, erscheinen hier dann entsprechend mehr. Dadurch habe ich persönlich gleich den Überblick, welcher Computer aktiv ist und kann dann, wenn es nötig ist, darauf zugreifen. Computernamen werden standardmäßig bei der Installation des Betriebssystems vergeben. Du kannst diesen Namen aber natürlich auch nachträglich ändern. Und wie, das zeige ich dir jetzt. Diesmal gehen wir den Weg über die Systemsteuerung. Öffne also die Systemsteuerung, indem du auf deinen Startknopf drückst und über den Button Systemsteuerung diese aufrufst. Du findest hier eine Rubrik System. Diese öffnest du und bewegst dich nun in den linken Menübereich. Hier findest du einen Link, der heißt Erweiterte Systemeinstellungen. Diesen klickst du an und es öffnet sich das Fenster mit den Systemeigenschaften. Hier erhältst du eine Menge Informationen über die Hardware und diverse andere Einstellungen deines Computers. Ganz oben befindet sich eine Registerleiste, wo das erste Register Computername heißt. Dieses klickst du jetzt an und schon siehst du alle Informationen, die namentlich deinen Computer betreffen. Hier siehst du meinen Computernamen, Thomas PC, den wir auch soeben im Explorer als aktiven PC im Netzwerk gesehen haben. Dieser gehört zur Arbeitsgruppe Workgroup, was die Standardarbeitsgruppe bei Windows-Computern ist. Diese habe ich auch noch nicht nach der Installation geändert. Diesen Bereich Netzwerk-ID brauchst du in privaten Netzwerken nicht. Es sei denn, du möchtest einen Server installieren und alles über eine sogenannte Domäne absichern. Darauf gehen wir jetzt nicht ein, das würde ein wenig zu weit führen. Was für uns jetzt interessant ist, ist der letzte Button, der Button Ändern, wo wir die Möglichkeit haben, unseren Computernamen umzubenennen. Klicke also auf den Button Ändern und gebe hier den neuen Computernamen ein. Ich werde das jetzt bei mir nicht machen, da der Computer nach dieser Änderung erst einmal einen Neustart benötigt, um die Einstellungen zu übernehmen. Also gebe du jetzt hier den neuen Computernamen ein und starte deinen Computer neu, um die Änderungen wirksam werden zu lassen. Für mich hat sich das jetzt hier erledigt. So, klick, abbrechen. Und wie du siehst, war es das dann auch schon. Also du siehst, es ist gar nicht schwierig,
wichtige Einstellungen am System schnell und einfach zu ändern. Ich freue mich schon auf dich. Bis zum nächsten Video. Thomas von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com.